Gnade, Friede und Barmherzigkeit seien euch gegeben. In diesem ersten Sonntag nach Epiphanias wollen wir diesen Gottesdienst unter dem Wochenspruch feiern. Also welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Nun wollen wir auch gleich miteinander aus dem Lied 58 die Strophe 1 und 3 miteinander singen. Psalm 89 wollen wir unser Herr beten und Lobsang singen. Ich sage, für ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knechte, geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Er wird mich nennen. Du bist mein Vater, mein Gott und Hort, der mir hilft. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen und auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren, meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war immer. Heiliger und barmherziger Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt und deine Gemeinde zum Licht der Welt gesetzt. Wir bekennen, dass wir uns durch Ungehorsam deinem Licht verschlossen und durch Selbstsucht dein Werk aufgehalten haben. Also vergib uns, Herr. Vergib uns unsere Schuld und lass nicht um unseres Versäumnis willen andere in der Finsternis bleiben. Herre Gott, erbarme dich. Herr Gott,
seid reingewaschen, sagt uns Paulus. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ehre sei Gott in der Höhe. Der Herr sei mit euch. Allmächtiger und ewiger Gott, du hast Jesus bei seiner Taufe am Jordan als deinen lieben Sohn offenbart und den Geist auf ihn herabgesandt. Wir bitten dich, gib, dass auch wir als deine getauften Kinder von deinem Geist geleitet werden, durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt die biblische Lesungen für den heutigen Sonntag. Die erste Lesung kommt aus dem Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 42, Verse 1 bis 9. Könnt ihr mich gut verstehen oder soll ich die Maske ausziehen? Ohne Maske. Ohne Maske, okay. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodern denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Halleluja.
lesen das Evangelium im Evangelium des Matthäus im 3. Kapitel, Verse 13 bis 17. Es geht hier um Jesus' Taufe. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Lob sei dir, o Christe. Wir wollen jetzt aus dem Lied 61 die Strophe 1 und 2 miteinander singen. Wie schön leuchtet der Morgenstern. Wie schön leuchtet
Das heutige Text zum Predigt befindet sich im Römerbrief, in dem 12. Kapitel, die Verse 4 bis 8. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetischer Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehrer gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tut er's gern. Liebe Geschwister in Christus, manchmal frage ich mich, also was zählt gerade im Leben? Schach, Matt, Kau. Im Leben zählt manchmal nur eines, der Sieg. Schon in den Kinderspielen fängt das an. Ausgezählt und raus, bis nur noch einer übrig bleibt. Unsere Spiele sind gar nicht so spielerisch, sei es beim Mensch ärgere dich nicht oder beim Schach. Gewinnen wollen wir alle, ob groß, ob klein. Wir wollen uns durchsetzen. Und das geht hinein bis in die hohe Politik. Auch in der christlichen Gemeinde wird nicht selten dieses Spiel gespielt. Aber Gemeinde klappt auch so nicht. Nicht wir sollen uns durchsetzen, sondern ein anderer. Nicht wir sollen andere überwinden, sondern ein anderer uns. Gottes Güte in Person. In der Person Jesu Christi, der das Böse überwinden will. Und dies ist der große Zusammenhang, der uns heute als Predigttext gegeben ist. So etwas wie ein Katalog von Spielregeln der Güte Gottes. Eine Ermutigung. Das alte Spiel von Siegen und Besiegten sein zu lassen, damit Gottes Güte auch zum Zug kommen kann. Bei solchen Spielregeln sehen wir gar nicht als die sicheren Sieger aus. Vielleicht deshalb die Grundregel des Paulus: Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Zusammengefasst in der Überschrift: Eure Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse. Hängt dem Guten an. Also Begründung: Weil Gott das so will. Oder besser, weil Gott selbst euch das so vorgelebt hat in Jesus Christus, seinem Sohn. Das neue Leben, das Gott schenkt, ist alles anders als ein Spiel. Es geht auch nicht nur darum, dass Gott dabei ins Spiel kommt, irgendwie. Wo es um Gut und Böse geht, ist ausgespielt.
da kann man nur noch beten, Herr, zeige mir den rechten Weg. Herr, zeige mir, wie du über mich denkst. Und gib mir echte Liebe, wie nur du sie geben kannst. Echte Liebe, die nicht mit dem anderen spielt. Echte Liebe, die nicht schauspielt vor mir selbst und von anderen, sondern echte Liebe, die zuvorkommend ist wie du. Der ganze Katalog der apostolischen Spielregeln lässt sich ja durchbeten. So kann unseres alten Denken neu werden. Und vielleicht stimmt es ja wirklich, dass unsere Möglichkeiten erschöpft sind. Aber die Möglichkeiten unseres Herrn Jesus Christus sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Er will doch, dass Menschen bei ihm erfahren, er ist gnädig, er vergibt Schuld, er schenkt neues Leben, er gibt Liebe und Würde. Das ist es, was wir weiter zu sagen haben. Und zwar mit Anteilnahme, Liebe und Gewissheit, die nur Jesus selbst schenken kann, der zugesagt hat, dass er dabei sein will. Seid fröhlich in Hoffnung, sagt uns Paulus. Von Jesus können wir uns diesen weiten Blick erbieten. Nicht nur heute und morgen will er alle Tage bei uns sein, sondern er wird eins wiederkommen und Gottes neue Welt bringen. Diese Hoffnung weist uns den Weg zum großen Ziel, auch wenn der Weg dorthin schwer werden kann. Solch eine Hoffnungsperspektive kann uns Jesus erschließen, wenn wir ihn darum bieten. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. In diesem einen Sinn sollen wir in der Gemeinde verbunden sein. Wir werden angesichts unserer verschiedenen Temperamente oder Lebensführungen und Anschauungen in vielen Bereichen keine konforme Meinung haben. Aber eines soll uns trotzdem zusammenbinden, dass wir nicht wie die römische Herrscher an unserem eigenen Denkmal bauen, sondern wie Jesus den Weg der Demut gehen. Und vielleicht merken wir auch, das ist ja eigentlich viel mehr eine Gebetsanleitung für uns als ein Katalog von Anweisungen, damit wir nicht träge bleiben, sondern brennend werden im Geist, nämlich im Geist der Güte Gottes, im Geist Jesu Christi, unseres Herrn. Und so dürfen wir beten. Und wir werden merken, Gott kommt, er kommt uns entgegen. Jesus kommt uns zuvor. Er beschenkt mit seiner Güte. Immer wieder schafft seine Barmherzigkeit Neues. Wenn wir betend vor Gott sind, dann gibt es keine Sieger und keine Besiegten mehr, sondern allein Jesus bleibt der Sieger. Er hat sich mit der Macht seiner Güte gegen den Bösen durchgesetzt. Er allein, Jesus, ist der Sieger. Er hat sich stärker erwiesen als der Böse. Er will die Werke des Teufels zerstören, auch bei uns, in unserem Leben. Denn seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist jeden Morgen neu.
und seine Treue ist groß. Amen. Wir singen jetzt aus dem Lied 52 die Strophe 1 und 2. Wir wollen jetzt alle unsere persönliche Fürbittengebet vor dem Herrn ablegen und auch unser Herr durch den Vater unser beten. Herr, lass uns dir vertrauen, obwohl wir gerade damit uns so schwer tun. Hilf uns, deine Liebe anzunehmen, damit wir Liebe geben können. Lass uns deine Treue begreifen, damit wir treu werden können. Lass uns deine Vergebung erfahren, damit wir vergeben können.
Schenk uns Fröhlichkeit, die aus Vertrauen wächst. Fröhlichkeit, die andere Menschen anzieht, den Alltag hell macht. Fröhlichkeit, die entlastet, damit eine Gemeinschaft werde, in der jeder den anderen annimmt, wie er ist. Und lass deine Gemeinde ein Ort sein für Traurige und für die Fröhlichen. Und vor allem, lass uns auch dich beten, wie unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und vor dem Segen singen wir aus dem Lied 39 die drei erste Strophen. O Jesu Christ, dein Kripplein ist mein Paradies. Dans le 391 aussi. Je dis 39. Je vous ai embarqué dans un chant encore de Noël. Donc, es ist also 391, bitte sehr. 391, die drei erste Strophen. Oui, c'est un souci de d'affichage. Mais oui, 391, c'est juste. C'est ça. Ankündigungen euch zu sagen, also gerade zur Erinnerung, die Wahlen zum Kirchenrat finden am 7. Februar statt. Almanach und Täglich Brot 2021 sind auch noch zu verkaufen, also zu kaufen. Wir haben noch manche und einige. Am nächsten Sonntag um 10 Uhr feiern wir einen Missionar-Gottesdienst mit Eno Strobel, der Pfarrer ist und der auch Leiter des Missionsdienstes ÜEPAL ist. Also er wird uns eben das Haus Masohafa in Madagaskar, dieses Haus empfängt eben Kinder. Er wird uns also dieses Haus durch einen Videoschnitt vorstellen.
Nun lasst uns gehen unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Also geht's in der Friede des Herrn. Amen. Musik.